Hey, heute wird es wieder ganz kurz, aber auch sehr technisch. Wer also keinen Bock hat auf Kameravergleich, der kann die heutige Folge einfach skippen. Es gibt wieder so einen kleinen Pseudo-Vlog, also ich habe eigentlich nicht wirklich groß was vor, wollte aber heute auch nochmal vloggen, um einen direkten Vergleich zu haben zwischen der GH5 und der 6D Mark II, mit der ich gestern unterwegs war. Objektiv ist das gleiche und mehr dazu erzähle ich gleich noch nach dem Intro. Moin, ihr Lieben. Ich würde jetzt gerne sagen, ich bin gerade aufgestanden, aber es ist schon 14:45 Nachmittag und irgendwie hat es mich heute nicht so recht gepackt. Konnte mich nicht ganz aufraffen, irgendwas großartig zu machen. Ja, Kira freut sich, dass wir draußen sind. Also habe ich, weil wir gestern Abend Twilight angeguckt haben, also den ersten Teil der Twilight-Saga abends, habe ich jetzt heute Vormittag einfach auf die Couch geflackt und ganz gemütlich Teil 2 und 3 noch angeguckt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich mir jetzt dann nicht noch Teil 4 gönne. Aber ich wollte ja heute auch noch ein bisschen vloggen. Es ist jetzt die GH5. Das ist alles im Automodus. Shutter Angle steht auf 170 Grad. Auf die Art und Weise sollte der Autofokus am schnellsten funktionieren. Zumindest ist das der Hack, den man so auf YouTube die ganze Zeit sieht. Alle anderen Einstellungen habe ich gestern mal einiges ausprobiert, aber da war nichts dabei, was auch nur halbwegs gut funktioniert hätte oder vernünftig. Mikrofon verwende ich ein Lavalier-Mikrofon. Das Objektiv ist das gleiche wie gestern. Der ND-Filter ist vorne dran, nur diesmal ist es die GA5 dahinter. Lavalier-Mikrofon, deswegen, ich hätte auch gerne das gleiche Mikrofon gehabt, aber ihr wisst ja, wenn ich das Sigma-Objektiv an der Lumix betreibe, dann hört man so lautes Krattern, dass ich nicht mehr zu hören bin. Was natürlich auch so eine kleine Krankheit ist, die mit der GA5 mitkommt, wobei die GA5 selber nichts dafür kann, sondern das ist der Speedbooster, der noch dazwischen hängt. Zumindest gehe ich davon aus, weil, wie gesagt, dasselbe Objektiv an anderen Kameras, wie zum Beispiel der Canon, macht überhaupt keine Geräusche, also macht Tongeräusche, aber nicht so, dass man sie dann noch hören würde. Zwecks Einstellungen habe ich gestern noch so ein bisschen abends rumprobiert, ob ich irgendwie eine finde, die besonders gut funktionieren würde an der GA5, aber natürlich gerne, dass es immer schlechter wurde. Also egal, was man tut oder lässt, Autofokus ist ein echtes, ernstzunehmendes Problem. Ich kann es euch hier mal ganz kurz zeigen. Also ich zwinge jetzt den Autofokus, dass er hier hinten irgendwo mal einen Autofokus setzt. Also ich habe jetzt mit dem Finger fokussiert. So. Und jetzt gehen wir mit dem Gesicht vor die Kamera. Er hat mich erkannt, ich sehe das im Display. Der gelbe Kasten ist um meinem Gesicht herum. Aber er will einfach nicht scharf stehen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal von Hand. So, jetzt hat es funktioniert. Nochmal von Hand. Okay. Einmal weg. Gut. Nein, will einfach nicht. Keine Chance. Ich habe auch schon mal probiert. So, jetzt habe ich wieder von Hand scharf gestellt. Ob dann Autofocus Continuous irgendwie was ausmachen würde, das besser wird. Er krattet wie wild, aber er stellt am Fokus einfach nichts um. Ja, hilft einfach nichts. Wie gesagt, mit der GA5 filmen heißt halt einfach auch automatisch auf Autofokus zu verzichten, was ich echt extrem schade finde. Vor allem versaut einem das dann auch das 4K. Ich meine, das ist toll, dass die Kamera 4K kann mit 60 Frames, ohne zu croppen. Das ist dann auch nochmal so ein Bonusfeature. Aber all diese Auflösung bringt halt nichts, wenn das Bild nicht scharf ist. So, jetzt höre ich aber auch schon wieder auf zu jammern. Ich wollte ja eigentlich nur einen kleinen Vlog machen, damit man die Bildqualität vergleichen kann. Weil so schön die Sonne scheint, zumindest bei uns. Annie Rocks hat eben geschrieben in WhatsApp, sie wollte mit der Drohne raus, aber die haben Hochnebel, also da sieht man gar nichts. Sie hat auch ein Foto geschickt. Also nutze ich bei uns mal das schöne Wetter und den Sonnenschein und mache zumindest hier im Garten schnell ein paar Cinematics und ein paar Aufnahmen von der Kira. Ach, und noch was habe ich heute Vormittag gemacht. Ein bisschen produktiv war ich dann doch. Ich habe mir das mal angeguckt mit den Endkarten. Ich habe ja in meinen Videos noch nie Endkarten verwendet. Denke aber, dass das irgendwie eine coole Sache ist. Drum so provisorisch baue ich ans heutige Video mal Endkarten mit dran. Und mal gucken, ob das cool ist oder nicht.
Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Ich melde mich heute schon wieder ab. Ich habe halt kein so ein aufregendes Leben noch dazu, wenn ein Tag frei ist, dass ich Stoff hier daily hätte. Ja? Grüße, Till. Aber der Test hat jetzt Zeit da sein müssen. Okay, ich wünsche was. Bis zum nächsten Mal.